Es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet mit Julian Schlichting. Und zwar heute mit Andreas Förster. Herzlich willkommen. Schönen Dank. Hallo. Du bist professioneller Puppenspieler. Du hast in der Sesamstraße gespielt. Du hast bei Captain Blaubeer gespielt. Du hast dein eigenes Puppentheater. Klassische Interviewfrage am Anfang. Wo kommt diese Leidenschaft her? Wo hast du zum ersten Mal für dieses Thema gebrannt? War das als Kind vor dem Fernseher bei der Muppet Show oder wie ging das bei dir los? Nein, so früh war es tatsächlich noch nicht. Als Kind wollte ich immer als vierjähriger Koch werden. Und ich habe tatsächlich auch kleine Küchenherde bekocht, die es damals gab und so, und für meine Schwestern gekocht. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Leidenschaft geworden, aber eher privater Natur. Und das Puppentheater oder das Puppenspiel, ich habe erst eine Ausbildung als Erzieher gemacht, habe immer viel mit Kindern gearbeitet, habe vorher, war ich bei der Freilichtbühne in Porta Westfalica, was mir sehr gefallen hat. Und das Theater, das Spielen vor Kindern auch, das war wirklich super klasse und war ganz toll. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht und habe dadurch einfach auch so Connections bekommen zu so ein paar Theaterleuten und auch unter anderem zu unserem Maskenbildner und dem Reinhard. Und der hat mir dann auch erzählt, es gibt auch eine Puppenspielschule für gewisse Sachen und sowas. Das war alles ganz neu, weil ich kam vom Land. Ich bin ja hier aus Ostwestfalen und da bin ich groß geworden. Und da gab es natürlich so Schauspielschulen und sowas alles gar nicht. Ich hätte gerne Schauspielschule mal gemacht, aber ja, da hätte man weggemusst und so weiter. Von daher war das nicht wirklich relevant. Von daher habe ich erstmal eine Ausbildung als Erzieher gemacht und habe aber nebenbei immer Theater mit Kindern, für Kindern gemacht, auch in der Ausbildung und auch nebenbei. Freilichtbühne habe ich dann aufgegeben und habe dann irgendwann eigentlich eher zufällig Puppentheater in Minden gesehen, in einem kleinen Theater. Und das hat mir so gut gefallen. Da dachte ich, das möchte ich auch gerne machen. Und dann habe ich halt die alten Connections da wieder versucht, über die alten Connections was rauszukriegen, wo man das lernen kann, was man da machen muss und so weiter und so fort. Und dann hatten wir unser Maskenbildner von der Bühne halt die Schule empfohlen, das Figurentheaterkolleg in Bochum. Und das war im Grunde genommen damals, das war vor 89, Institut, wo man das mehr oder weniger lernen kann. Es ist ja kein Ausbildungsberuf und man konnte es auch noch nicht studieren. Ne? Das ist ja später entstanden und dann bin ich dann halt da so reingerutscht und das Kolleg war wirklich eine wirklich super Zeit. Das war ganz toll. Ich habe erst angefangen mit einer ich hatte als Erzieher noch gearbeitet und habe dann so ein Wochenseminar gemacht, einfach um meinen Urlaub, und bin dann da gewesen in Bochum in Langendreher und das hat mir schon gut gefallen und danach habe ich gesagt, nee, komm, ich lasse das Erzieher-Dasein mal weg und gehe da mal an die Schule und habe dann diese Grundausbildung besucht. Grundausbildung heißt, dass man da lernen kann in mehreren Wochen, was zu einem Puppentheaterstück alles dazugehört. Da wird dann Figurenbau, Bühnenbau, Dramaturgie, Regie und alles Mögliche im Grunde genommen behandelt. Und man entwickelt halt in dieser Zeit einfach ein eigenes Stück auch mit den Leuten, mit denen man zusammen da ist. Ne? Und das wird dann wirklich bis zur Aufführung gebracht und darauf aufgebaut werden dann andere Kurse. Und so war ich dann einfach so 2, 3 Jahre am Kolleg und das hat mir wirklich gut getan. Die gleichen Möglichkeiten gab es dann in Stuttgart. Die hatten da angefangen, dann halt ihre Studiengänge anzubieten. Mhm. Man konnte es dann da studieren. Und auch in Ost-Berlin oder beziehungsweise in Berlin an der Ernst-Busch-Schule. Ich habe mich damals auch in Ost-Berlin beworben, weil es da die Möglichkeit gab. Und ich bin wirklich rübergefahren mit so einem Pass. Den habe ich auch heute noch, weil das ja immer so sieht schon schrill aus, so ein Foto, ne? Um da rüber zu fahren und als DDR war. Und bin dann, aber die haben mich dann beworben und die wollten aber so viel Geld haben, was ich überhaupt nicht hatte. Und dann war das natürlich überhaupt nicht möglich. Ne? Und ich weiß nicht. An Studiengebühren war das so dermaßen viel, das konnte ich mir nicht leisten, das ging nicht. Ne? Ich habe so auch gesehen, ist das halt. In deiner, bitte?
In deiner Vita habe ich auch gesehen, du hast auch bei Hurra Deutschland angefangen. Da hat ja auch Carsten Hafke schon gespielt. War das auch so das erste Fernsehengagement oder wie hast du das geschafft, so quasi das Fernsehpuppenspiel in dein Leben so massiv einzubringen? Ich habe wirklich mit Kindertheater angefangen, habe mich mit einem Kollegen selbstständig gemacht dann. Und wir haben wirklich hier, sind getourt durch Kindergärten und alle möglichen Veranstaltungsorte halt, auch in ganz Deutschland wirklich, ne? Und dann gab es eher so so Richtung Mittelpunkt Köln. Und da gab es halt die Möglichkeit, wirklich bei Hurra Deutschland, die damals die erste Staffel dann sozusagen begonnen haben, mitzuarbeiten für relativ weniges Geld, ne? Aber darum ging es nicht. Wir wollten da unbedingt mitmachen und sind dann halt auch mit einigen Kollegen da, beziehungsweise anderen Leuten, die ich dann auch kannte, da haben dann da angefangen. Genau. Carsten unter anderem natürlich auch. Carsten habe ich dabei kennengelernt, ne? Und das war natürlich auch Ja. eine irre Zeit. Und das war alles so ein bisschen Learning by Doing, weil dieses Fernsehpuppenspiel ist schon eine sehr, sehr spezielle Angelegenheit, die man nicht unbedingt an der Schule damals gelernt hat, ne? Aber nichtsdestotrotz hat es funktioniert und war eigentlich eine sehr schöne Zeit, ne? Da mitzu. Inwiefern sagst du spezielle Angelegenheit? Wie kann man das für einen Laien sich vorstellen? Liegt das einfach daran, dass man immer noch einen Monitor im Blick haben muss und die Augen auch möglichst Richtung Kamera halten muss? Oder was macht das fürs Fernsehen so besonders schwierig? Ja, im Unterschied zu der Theaterarbeit, wo man halt, wenn du frei spielst, schaust du die Figur an und gibst du deine Spielenergie in die Figur rein zum Spielen. Du schaust in der Regel nicht den Zuschauer an, sondern die Figur selber, die du führst. Und da ist es halt so, dass du wirklich nur ausschließlich auf den Monitor guckst, weil der Monitor ist das ausschlaggebende Bild, was nachher gesendet wird. Das heißt, da ist es wichtig, dass da die Puppe in die Kamera schaut, dass ein Blick entsteht, der genau stimmt und dass es lippensynchron noch ist. Ne? Und dann eben einfach auch, dass die Rolle sowieso stimmig ist. Ne? Aber das ist halt was wirklich ganz anderes als im Theater einfach selber. Und im Theater wird es einfach auch natürlich ganz anders aufgelöst. Da hat man dann spielt ein Stück von einer halben Stunde, von einer Stunde oder so. Und bei den Fernsehsachen wurde es dann aufgedröselt in kleine Szenen und die wurden, keine Ahnung, von hinten nach vorne oder aus der Mitte alles, was gerade in dem einen Set gedreht wurde, wurde dann erst abgedreht und so wurde das gemacht. Einfach auch. Das sind einfach verschiedene Herangehensweisen auch. Ne? Ja, und ich habe natürlich sehr gestaunt, als ich bei dir gelesen habe, dass du auch Hein Blöd gespielt hast die ganze Zeit. Also ich meine, Captain Blaubeer ist ja so unglaublich populär geworden. Das wird gespielt, aber nicht gesprochen. Ich glaube, es wird erst der Ton aufgenommen und dann wird gespielt. Kannst du uns mal so ein bisschen abholen, warum das so ist bei Captain Blaubeer und was da die Schwierigkeit für euch Puppenspieler ist? Captain Blaubeer war so konzipiert, dass halt diese Stimmen, die Produktion hatte die Idee gehabt und da was draus zu machen und mit dem Herrn Mörs zusammen und die haben halt wirklich überlegt, das Konzept beim Konzept, dass die Stimmen halt für die sehr wichtig sind und dass sie dafür bekannte, berühmte Schauspieler oder sowas oder Stimmen casten einfach dafür. Und deswegen hat der Völz, der damals natürlich auch schon Captain Iglo mit seiner fantastischen Stimme gemacht hat und dass sie solche Leute einfach kriegen, das zieht natürlich auch bei der Werbung auch für die Leute. Und das ist ja einfach auch, Herr Völz hatte eine fantastische Stimme. Das ist überhaupt keine Frage. Ne? Und so ist das konzipiert gewesen. Also für uns war das einfach nur die Möglichkeit zu spielen und wir haben ja zusammen mit dem Regisseur die Szenen erarbeitet und haben danach Playback gespielt, was im Grunde genommen ja nur im Grunde genommen ohne Stimme abläuft. Gearbeitet wird genauso letztendlich als wie mit Stimme und ansonsten kommt alles vom Band, was auch noch hin und her geschnitten werden kann, wenn was geändert wird, aber grundsätzlich ist es ja mal sinnvoller, wenn der Puppenspieler seine Figur auch selber spricht, weil dann gibt es so kleine Szenen halt, wo du halt verschiedene Gefühle darstellst und dann kommen da mal passt das nicht unbedingt immer zusammen mit dem Vorplayback, ne? Aber dafür haben wir halt gesorgt, dass das in dem Fall natürlich passt, weil man einfach auch schneiden kann oder weil wir aufeinander eingespielt waren. Und das war das Schöne, wir sind halt ein Team geworden damals und waren es lange Jahre, was wirklich sehr gut funktioniert hat. Und deswegen haben wir halt sehr schöne Sachen gedreht, nicht nur die kleinen Folgen vom Blaubeer, sondern auch einen kleinen Film, einen Weihnachtsfilm und solche Geschichten. Und das war schon eine tolle Sache und auch einfach eine schöne Ja. Zeit.
Vom Captain Blaubeer gab es auch unzählige Ableger. Es gibt auf dem WDR-Gelände in Bocklemünde eigene Captain Blaubeer-Halle. Das ist ja ein Riesending geworden für euch. Konnte man damit rechnen oder warst du selber überrascht, an welch einer erfolgreichen, langlebigen Produktion du da plötzlich teilnimmst? Nee, vorauszusehen war das nicht wirklich oder so, weil anfangs hieß es halt, ja, kleine Folgen für den Sandmännchen, für das Sandmännchen und dann eine eigene Show. Und dann gab es halt hier und da noch andere Geschichten auch. So wurden die Showkonzepte auch öfter mal geändert, was nicht unbedingt immer funktioniert hat, ne? Und weil das sind manchmal so Schreibtischsachen gewesen, die sich die Leute überlegt haben. Und das funktioniert manchmal nicht unbedingt immer. Aber in der Regel war es so, dass wir trotzdem einfach schöne kleine Sketche, kleine Folgen mit dem Blaubeer gedreht haben und das über die Jahre einfacher auch über, ich weiß jetzt gar nicht genau, ich müsste mal wirklich nachüberlegen, wie viele Jahre das insgesamt waren, ob es 10 Jahre waren, die wir gedreht haben. Und das wurde natürlich immer noch und wird es auch immer noch verwertet einfach auch, beziehungsweise als Konserve halt in der Maus gezeigt und so, ne? Ja, ich glaube, dass man so als Zuschauer, wenn man nicht ganz tief drinsteckt und nicht totaler Nerd ist, ich bin ja eher so auf dem Sesamstraßenthema Nerd, ich würde wahrscheinlich gar nicht unbedingt erkennen, was ist jetzt neu, was ist jetzt alt. Aber als Kind der 90er habe ich natürlich den Captain Blaubeer Club mit Sibylle Vaury damals Ja, unglaublich genau, das geliebt. Da warst du auch schon dabei, ne? da Da war ich warst du auch auch schon. heimblöd. Genau. Da haben wir ein Blöd gespielt. Wenn ich wir sage, dann meine ich meine Kollegin natürlich auch, die Marta Petio, die hat da auch mitgespielt, weil die Figuren wurden auch, wie auch in der Sesamstraße, teilweise zu zweit gespielt. Das heißt, einer spielt die Hände und einer spielt den Kopf oder eben einer spielt den Kopf und eine Hand. So, das sind die Vorgehensweisen, wie man so eine Figur dann in der Größe spielt. Ne? Alles ist hochgebaut im Set und von daher trotzdem noch ganz schön schwer. Und da merke ich jetzt zum Beispiel auch, dass ich über die Jahre, natürlich ging das ganz schön auf die Schulter. Ne? Ja, gibt es da spezielle Übungen, die man hat, damit, weil also du darfst ja als Puppenspieler möglichst nicht ausfallen. Also wenn du da was mit dem Arm hast oder das nicht mehr so hochhalten kannst, das wäre eine Katastrophe. Gab es da mal irgendwann derlei Probleme oder kann man dem vorbeugen? Natürlich ist so eine gewisse Ausgewogenheit, einfach auch Bewegung und Sport, was dir sowieso jeder Arzt raten würde, ist dann vonnöten einfach auch. Ne? Das ist ganz gut und zu machen und dass man so ein bisschen fit bleibt, einfach auch. Weil das sind einfach, du steckst halt da in verflixten Positionen, unter Tischen manchmal auch, trotzdem es hochgebaut ist, weil mit Sibylle Vaury und mit anderen Schauspielern, wenn man da spielt, wir haben ja auch viele Leute da beim Blaubeer gehabt, Anke Engelke oder sowas und Hella von Sinnen und die Leute. Und da ist es nicht unbedingt immer so, dass die alle im hochgebauten Set arbeiten, sondern einfach auf der normalen Ebene. Und das heißt, du spielst dann als Figur relativ niedrig. Ne? Und das ist natürlich am anstrengendsten. Verstehe ich. Jetzt sprichst du da immer so in der Vergangenheit. Ich weiß, Wolfgang Völz ist natürlich jetzt auch schon einige Zeit tot. Gibt es da irgendwie einen aktuellen Stand einer Neuauflage oder ist das irgendwann etwas so verebbt und eingefroren worden oder gibt es Hoffnung für einen neuen Blaubeer? Natürlich spreche ich da in der Vergangenheit, das ist auch schon einige Jahre her. Und all das, was jetzt gezeigt wird, ist schon auch vor längerer Zeit gedreht. Und ob da neue Sachen geplant sind, das kann ich hier überhaupt nicht sagen. Weil ich finde, so Sachen, die haben auch immer ihre Zeit. Und ich glaube, man muss nicht alles wieder aufwärmen. Man kann sich auch neue Sachen überlegen. Von daher ist auch die Frage immer, funktionieren die alten Sachen doch mal neu aufgewärmt? Das würde ich so mal ein bisschen in Frage stellen. Ne? Und warum? Man kann ja eine neue Figur auch sich überlegen, einfach auch und damit was Neues machen. Das halte ich für durchaus sinnvoller als dann so alte Sachen, die ja mittlerweile wirklich alt sind, schon, ne? Einfach wieder aufzuwärmen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn jetzt einer sagen würde, ja, wir drehen jetzt eine neue Folge von Captain Blaubeer und Rhein Blöd mit den alten Spielern zusammen. Da wären wir wahrscheinlich alle wieder dabei. Ne? Ich meine, viele Spieler sind jetzt auch schon über 70 und da muss man dann auch schon gucken, klappt das noch? Na, da muss man natürlich schauen. Ne? Ja.
Ja, kann ich nachvollziehen. Und du hast natürlich auch in der Sesamstraße einige Fußspuren gesetzt. Wer auf deine Website guckt, der findet direkt erstmal ein Bild mit dir und Krümelmonster. Um das mal langsam aufzudröseln, du warst ja auch sogar schon mal Ernie gespielt, damals zum 30-jährigen Jubiläum. 2003 war das. Da gab es schon mal Spots mit Ernie und Bert in Deutschland. Da bist du aber auch dann in synchronisierter Form zu Ernie gekommen. Kannst du uns da mal ein bisschen erzählen, wie das damals war? Das waren, glaube ich, die ersten Spots, die überhaupt mit Ernie und Bert in Deutschland gedreht wurden, ne? Ja, man hat sich damals dann entschieden, dass man tatsächlich dann Ernie und Bert zum Beispiel hier nach Deutschland holt. Und da gab es dann ein Casting und da haben der Bodo Schulte und ich uns wurden für Ernie und Bert ausgewählt und haben dann da die Möglichkeit gehabt, einfach auch für dieses Jubiläum und auch noch zwei, drei kleine Folgen einfach auch mitzuspielen. Das ist dann wieder ausgeweitet worden. Und hier und da auch sicherlich immer wieder mal verändert worden. Und aber das war schon natürlich super klasse, mit sowas zu beginnen, beziehungsweise einfach auch diese Figur Ernie in der Hand zu haben, egal jetzt, ob ich sie gesprochen habe oder eben nicht. Weil sprechen ist natürlich immer schön, wie ich schon sagte, aber wenn dann so Sachen feststehen, dann gibt es Synchronstimmen für, dann gibt es natürlich auch Verträge mit den Synchronsprechern und einfach auch, dass die Zuschauer die gleiche Stimme haben. Das ist sehr wichtig, weil es ist immer so, wenn, also ich habe das als Kind selber schon empfunden, wenn eine Figur in der Sesamstraße, ich habe ja selber Sesamstraße gesehen, eine andere Stimme plötzlich hatte. Das fand ich ganz irritierend, ne? Und deswegen muss man da so ein bisschen darauf achten, dass da eine gewisse Kontinuität einfach weitergeführt wird, ne? Ja, so Ja, sieht das aus. aber es ist natürlich, gerade Ernie ist natürlich so für alle Puppenfans schon so ziemlich der Olymp, was man so spielen kann. Seit vielen Jahren, fast seit 20 Jahren, ist Martin Paas die deutsche Stimme und auch der deutsche Spieler von Ernie. Also es ist ja bis heute so geblieben, dass die Figuren hier in Deutschland gespielt, gesprochen werden. Du hattest aber auch deine wirklich ganz eigene Figur mit Moni 2000. 5 bis 2007, mehrere Jahre, hast du da eine alleinerziehende Mutter, war das damals? Das war auch, glaube ich, so in der Presse dann so erzählt worden, dass man jetzt da so ein bisschen mit der Zeit geht, das ist eine Fotografin. Gab es dafür auch ein Casting und was kannst du uns da so erzählen? Wie wird man plötzlich Stammspieler in der Sesamstraße? Das war ein sehr witziges Casting, dass sie einfach auch für eine Frau einen Spieler suchten und ich habe da überhaupt kein Problem mit, mich dann einfach zu bewerben und warum sollte ich nicht als, das ist ja das Schöne am Puppenspiel, man muss auch teilweise Frauen spielen oder weibliche Rollen und das machen wir im Theater auch und dann bin ich natürlich auch zu dem Casting gegangen mit der Kollegin Iris Scholz und aus Köln und wir haben uns dann für dieses Mutter-Kind-Paar entschieden und dass wir das machen möchten. Und wir sind dann genommen worden. Und Moni war natürlich einfach auch eine Figur, die so entstanden ist, halt alleinerziehend, was durchaus wirklich relevant ist oder Thema ist bei den Kindern, bei den Eltern. Und als Spieler, als männlicher Spieler ist es so, dann, wenn man dann eine weibliche Figur spielt, kann man die natürlich beide versuchen, beide, wie soll ich sagen, beide Möglichkeiten zu geben, einfach auch, dass auch männliche Aspekte sozusagen mit reinfallen. Und so genauso haben die sich das überlegt, einfach. Und dann gab es halt einige Folgen mit Moni halt und dem Kind. Das war ein kleines Monsterkind. Ich möchte nicht sagen, mit wem da Moni rumgemacht hat, sozusagen. Das bleibt auch eher so im Hintergrund. Aber das war einfach eine schöne Szenerie, einfach auch mit dem Kind dabei. Wir haben mit Annette Frier damals einige Folgen gedreht und Ja, die ja. sind einfach sehr, sehr schön geworden. Ja. Genau, das waren so die letzten Jahre der klassischen Rahmenhandlungen, die man in den 70ern begonnen hat. Da warst du quasi ja noch Teil davon. Ich habe mal einen kleinen Audioausschnitt rausgesucht für diejenigen, die sich jetzt an Moni vielleicht nicht mehr erinnern können, weil sie da dann schon zu alt waren für die Sesamstraße. Das klang so. Gleich kommt Herr Wichtig, der ist Chef einer großen Zeitung und der hat mir einen Job als Fotografin angeboten. Oh. Ja, also das funktioniert absolut. Wie ist das für dich, wenn du sowas hörst? Ist dann eigene Nostalgie da? Das ist jetzt ja auch schon 15 Jahre her. Das ist 15 Jahre her, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das stimmt bestimmt gar nicht. Natürlich ist das. Nostalgie hört sich immer furchtbar an, als wenn es schon 50 Jahre her wäre. Ne? Aber Ja, gut, natürlich geht die ja. Zeit einfach voran und so. Das ist überhaupt keine Sache. Und ich finde es immer erstaunlich,
und freue mich auch, dass ich einfach sehen kann, was ich schon alles so gespielt habe. Und das ist ja nur nicht nur bei der Moni geblieben, einfach auch, sondern es gab da einfach auch verschiedene Gastfiguren. Ein Wolf, ein Opernfrosch, der gesungen hat auch. Alles mit eigener Stimme auch. Und das war natürlich toll, ne? Sowas in der Sesamstraße dann zu spielen einfach mal. Und du hattest natürlich dann schon einen guten Fuß in die Tür, dann gab es da eine Möhre für zwei. Wo bist du jetzt das Krümelmonster ganz genau gewesen? Ich komme nämlich, ich versuche das ja, also ich bin so in den 70ern, 80ern, 90ern bin ich sehr sattelfest. Und alles ab den 2000ern bin ich mir nicht mehr so genau sicher, welcher Spieler hat jetzt wann welche Figur gespielt. Du hattest dann den Fuß in der Tür in der Sesamstraße, wie ging das dann dort weiter für dich? Es gab dann irgendwann mal dieses Casting halt für das Krümelmonster und das hat dann funktioniert und dann haben wir einige Folgen damit gedreht, auch nicht so dermaßen viele, weil ging es nicht darum, das Krümelmonster als eigene Figur da wirklich in jeder Folge dabei zu haben, sondern die haben einfach so ausgewählte Sachen halt mit dem Krümel gedreht und da war ich dann sozusagen dabei und habe Krümel gedreht. Monster wurde natürlich noch von dem Sprecher, von dem damaligen Sprecher, dann einfach auch weiter synchronisiert und ich glaube, das wird das auch jetzt noch. Ne? Ja, genau, genau. Es gibt manche Ableger inzwischen, da gibt es für Super RTL den Foodie Truck. Ich glaube, da wird das Krümelmonster selbst schon von Carsten Hafke auch gesprochen, aber in der regulären Sesamstraße wird es weiter synchronisiert. Das ist vollkommen richtig, ja. Ja, genau, dass es da einfach bei der Stimme bleibt, weil das für die Zuschauer wichtig, für die Kinder wichtig, dass es da eben ein bisschen bei der Stimme bleibt einfach. Als Moni rausgenommen wurde, so im vorletzten Produktionsjahr, wird man da als Puppenspieler informiert oder wird man einfach nicht mehr gebucht? Natürlich wird man dann informiert und so. Das sind aber trotzdem Entscheidungen einfach auch, die eine Redaktion trifft oder die ein Team dann trifft, die dafür zuständig sind, einfach weiter zu kreieren. Wie gehen wir weiter mit den Geschichten, mit den Folgen? Mhm. Wer tritt auf, wer tritt nicht auf? Und dann schaut man natürlich auf verschiedene Aspekte, wie solche Figuren integriert werden konnten und ob sie so weiter funktionieren. Und da ist es manchmal so, manchmal funktionieren sie und manchmal auch nicht so. Ne? Und ich sehe das gar nicht so von wegen so, jetzt darf ich Moni nicht mehr spielen, sondern einfach auch, das ist eine Sache gewesen, die ausprobiert wurde und da muss man einfach schauen, da gibt jeder sein Bestes und dann spielt man das und schaut dann einfach, was weiter geschieht. Ne? Ja. Also schwer zu sagen einfach auch, weil Entscheidungen hat man da als Spieler natürlich nicht, weil wir werden ja genauso gebucht wie Schauspieler auch für eine Rolle und wenn dann in so einer Sitcom, keine Ahnung, irgendwer rausgeschrieben wird, dann wird da halt rausgeschrieben. Ja, kann ich nachvollziehen. Sesamstraße hat sich ja über all die Jahre so viel verändert, wie, glaube ich, kaum eine andere Serie überhaupt. Ja. Jeder liebt die Sendung, die Variante, die er als Kind gern geguckt hat. Ich bin übrigens einer der wenigen, die irgendwie alles lieben von der Sesamstraße. Ja. Ich hab, das Archiv ist ja unendlich, ich habe mich da so richtig reingefuchst und das ist aber in der Tat so, da hat jede Zeit ihre eigene Sesamstraße. Dann habe ich gesehen, hast du auch ein eigenes Puppentheater in Köln gehabt oder hast du das noch? Nein, das habe ich gehabt. Ich habe 10 Jahre lang ein Puppentheater in Köln geführt, in der Südstadt. Und das war eine schöne Sache. Da habe ich einfach mit einer Kollegin zusammen in einem kleinen Haus, das war ein kleines Theater für so 40, 50 Leute, haben wir halt ein Puppenspiel für Kinder gemacht. Einfach auch zu Ostern, zu Weihnachten und so und zwischendurch natürlich auch an den Wochenenden. Und das war echt eine klasse Sache. Und wir haben Stücke entwickelt nach eigenen Motiven oder aber auch nach Bilderbuchvorlagen und Märchen genommen, unterschiedlichster Art und haben da Stücke für Kinder ab 3, also für die Theateranfänger entwickelt. Und das war eigentlich ganz schön, weil das war dadurch, dass es ein kleines Theater ist, haben da die kleinen Kinder ab 3 einfach die Möglichkeit, vorsichtig ans Theater herangeführt zu werden, weil es geht nicht einfach, ich finde es zum Beispiel ganz furchtbar, wenn man ein dreijähriges Kind dann in ein Theaterstück geht, in ein Riesenzelt mit 300 Leuten, da kriegt es eigentlich eher Angst, ne? wenn man Pech hat. Und das kommt ein bisschen darauf an, wie die Kinder so zu funktionieren, beziehungsweise wie weit sie einfach auch schon sind. Und so konnte man einfach ganz gut so in einer vorsichtigen Art und Weise in einem kleinen Zimmertheater die Kinder ans Theater ranführen. Und das war eigentlich ganz schön. Ja. Ja, auf jeden Fall toll. Du hast es ja wirklich auch dann über die Jahre, kann man sagen, von der Pike auf gelernt. Hast sogar bei Jim Henson in den Studios einen Workshop mitgemacht, ne? Genau. Wir waren Bodo Schulte und ich, als wir damals für Erne gespielt haben, waren wir in New York. Wir sind da am Henson-Workshop gewesen, was für uns natürlich
Wahnsinn war, da die Sachen, wir haben Ernie Bert spielen sehen da bei einer Folge, haben die anderen Figuren, Big Bird und sowas alles gesehen und das war natürlich unglaublich, die ganzen alten Sachen auch zu sehen, die ich aus meiner Kindheit kenne. Ich kenne ja noch die amerikanische Sesamstraße, die dann synchronisiert wurde und das war wirklich eine ganz tolle Sache. Ne? Ja, und das Straßenset, das die Älteren von uns noch kennen, mit Herrn Hubers Laden und dem klassischen Haus, das ist, existiert bis heute. Das hast du auch gesehen? Das habe ich in dem Fall nicht gesehen. Wir waren da, da war gerade ein Ernie und Bert Dreh und im Studio, wahrscheinlich war das entweder nicht aufgebaut oder im Nebenstudio, das weiß ich nicht genau. Ja, das ist auf jeden Fall, denke ich, der Traum, einmal da so einen Workshop mitzubekommen. Bist du heute immer noch als Puppenspieler tätig oder was machst du aktuell hauptsächlich? Ich bin immer noch als Puppenspieler tätig. Das heißt, ich habe hier jetzt in Ostwestfalen, in Löhne genau gesagt, ein eigenes Veranstaltungshaus. Das ist eine alte Villa, die ich mit fertig gemacht habe und zu einem Veranstaltungshaus. Und das ist auch wieder ein Zimmertheater für so 50, 60 Leute. Da machen wir Puppentheater für Kinder auch nach wie vor. Bis hin zu Lesungen, Krimi-Dinner, dann wir haben sogar Burlesque-Workshops, Burlesque-Aufführungen gemacht für Erwachsene natürlich und nutzen diese Location auch als Hochzeitslocation. Wir haben das Standesamt hier drin in dem Veranstaltungsort und von daher gibt es regelmäßig Hochzeitsleute, die sich trauen lassen und so ist es halt hier ein buntes Durcheinander. Und aber eben auch immer noch das Puppentheater, was für mich natürlich eine ganz tolle Sache ist. Ne? Ja, das glaube ich auch. Das lässt einen, glaube ich, auch nicht los, ne? Wenn man da einmal schon auch so tief im Sattel war. Du hast auch als Schauspieler dich versucht, aber eigentlich das Herz schlug immer fürs Puppenspiel, ne? Das war schon immer das Puppenspiel, ja klar. Ich habe viele kleinere Rollen mal in kleinen Produktionen auch gehabt, in Köln damals und so. Und da war immer eher so, das Puppenspiel war schon eigentlich mein Hauptding. Deswegen habe ich das auch, aber ich habe trotzdem einfach auch immer versucht, ich habe ja auch viel gebaut, einfach auch für Werbesachen, für andere Theaterproduktionen oder aber für die eigene Produktion. Von daher gab es immer mehrere Standbeine auch, ne? Was natürlich eine schöne Sache war, weil dass die Arbeit einfach sehr vielfältig auch dadurch ist. Das ist eine Hast du eigentlich selbst so ein Archiv, also im Sinne von Zeitungsausschnitten, Videokassetten, DVDs oder wie ist das? Weil ich habe schon viele Leute kennengelernt, die das so gemacht haben und sammeln eigentlich ihr eigenes wenig. Ist das bei dir auch so? Kann ich. Also natürlich hatte ich einige Videokassetten. Also vom Anfang Blaubeer gab es Videokassetten und ich weiß gar nicht, ob ich glaube, ich habe noch welche, aber ich wüsste gar nicht, wo ich die abspielen sollte. Von daher, das ist so eine Sache. Und ich habe natürlich schon mal versucht, ich habe dann auch, wann war das, weiß ich nicht mehr genau, das war auch die Firma, die damals in Köln Hurra Deutscher gemacht hat, habe ich eine Computersendung gemacht, habe einen Computer-Virus gespielt, Victor der Virus hieß der, und da habe ich mal auch versucht, Aufnahmen zu kriegen, die der WDR mir auch geschickt hat. Und das war natürlich toll, ne? So uralte Sachen von den Anfängen der Computer, wo ich selber noch überhaupt keine Ahnung von Computern hatte, aber ich habe halt gerne dieses Virus gespielt in der Sendung und davon habe ich dann auch Aufnahmen digitalisiert bekommen, also keine Video. Ja. Und so habe ich halt versucht, so ein paar Sachen noch abzugreifen, die ich selber hatte. Die Sachen habe ich digitalisiert, um dann bei YouTube oder so gerade auch so einen kleinen Umfang mal zeigen kann, was ich alles gemacht habe bisher. Ne? Ja. Das kann ich nachvollziehen. Vom Captain Blaubeer Club habe ich auch vor vielen Jahren mal so ein paar Folgen über den WDR-Mitschnittservice bestellt, weil das ist eben genau, ist auch nie wiederholt worden, gerade die Zeit mit Sibylle Vauri. Und das dann nochmal so zu sehen, ist schon toll. Das war auch der einzige Grund, warum ich überhaupt die Sendung mit der Maus ertragen konnte, weil ich wusste, am Ende kommt noch ein bisschen Puppenspiel. Jeder hat ja so bei der Sendung mit der Maus das, weswegen er es eigentlich guckt. Für mich war das immer Captain Blaubeer, damit hat die Sendung früher immer geendet. Und da habt ihr wirklich ganz, ganz tolle Clips geschaffen, die auch zeitlos sind und an die man sich einfach immer wieder gerne erinnert. Also da muss man sagen, vielen Dank dafür. Und gerade Hein Blöd, eine der tollsten Figuren überhaupt in der deutschen Puppenlandschaft. Was der Mörster damals geschaffen hat, das war wirklich fantastisch. Die waren anfangs auch sehr, sehr böse. Und das war sehr interessant. Ne? Und also wirklich, was sie da alles durften, was wir da noch durften, was dann in den Jahren darauf alles nicht mehr gedreht wurde. Das war schon sehr, sehr lustig. Also er hat wirklich tolle Figuren kreiert, muss man schon sagen.
sagen, die hatten tolle Texte, einfach auch die schöne Texte gemacht haben. Und dann haben wir einfach versucht, das wirklich teammäßig wirklich so umzusetzen, dass es einfach toll wird, anzuschauen. Ne? Ja, wurde das mit der Zeit braver dann irgendwann oder hat man gemerkt, Es oh, irgendwie hat sich die. natürlich leicht verändert. Brav wurde es in dem Sinne auch nicht, weil der Blaubeer hat ja immer gemogelt ohne Ende und die drei kleinen Bärchen haben ihn natürlich sofort durchschaut und einen blöd als der Tollpatsch hat einen immer hinten drauf gekriegt, weil er alles falsch gemacht hat und so. Das sind ja bei diesen, ist ja alles bei diesen Sachen auch geblieben und das ist ja auch gut so. Das funktioniert auch nur so. Der Hein Blöd funktioniert auch nur in Zusammenhang mit Captain Blaubeer und auch den anderen Figuren, die da halt in der Sendung waren. Die darf man da auch nicht rausnehmen oder sowas, was man auch mal probiert hat und so, aber sowas funktioniert Stimmt. nicht. Ne? Und, aber gut, das ist ja klar, dass sowas, es wird probiert, man überlegt was, es hat Erfolg, was kann man damit noch machen? Das ist halt so der normale Lauf der Dinge auch. Ne? Und Ja. von daher, aber gut, das war alles Ja. um seine Zeit damals. Es ist einige Zeit her und das ist für die Zeit einfach eine schöne Sache gewesen. Ganz definitiv. Ja. Wer die Puppen sich mal angucken will, in Bad Kreuznach gibt es ein kleines Puppenmuseum, das Museum für Puppenkultur heißt das. Da sind auch die Originalpuppen von Blaubeer und Blöd aufgebaut, seit vielen, vielen Jahren schon. Ich habe die auch schon zweimal besucht, da ist auch der Lila Launebär, Bernd das Brot und eine der letzten Versionen vom Herrn von Bödefeld, der auch wirklich auf Sendung war. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ich danke dir sehr, mal so einen kleinen Einblick zu bekommen in deine Arbeit, weil das liest sich alles so ganz toll, wenn man bei dir auf der Seite rumguckt. Du hast auch so schöne Bilder, so ein paar Schnappschüsse aus allen Jahren gemacht, die im Prinzip so eine kleine eigene Ahnengalerie sind. Freue ich Ja, mich sehr, dass wir uns mal unterhalten hoffen. das ist schön. Mich hat das auch gefreut, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, das war Andreas Förster, Puppenspieler mit Leib und Seele, hier bei uns im einzig wahren Sprechplanet-Podcast, der schon seit 2009 existiert. War übrigens auch öfter schon mal Hörervorschlag, ihn mal hier zu interviewen. Heute ist es passiert, der Puppenspieler von Hein Blöd. Ja, eine Legende, eine wirkliche, wirkliche Fernsehlegende für mich und ich denke auch für viele, nicht nur meiner Generation, sondern auch der danach, denn wie er ja schon sagte, es läuft ja bis heute im Fernsehen und diese Figuren, Käpt'n Blaubeer und Hein Blöd, sind bekannt wie eh und je. Moni aus der Sesamstraße ist wahrscheinlich dann schon wieder etwas zu nerdig, das ist eher so mein Gebiet. Übrigens, es kann gerne für Interviewvorschläge nerdig sein, wie es nur geht. Dafür ist dieser Podcast da. Ich möchte hier Leute interviewen, von denen man noch nicht viele bis gar keine Interviews irgendwo findet. Dafür möchte ich gerne die Anlaufstelle Nummer 1 sein und bleiben. Der Podcast existiert seit 2009. Ein paar Jahre würde ich das gerne noch weitermachen, wenn auch natürlich längst in unregelmäßiger Form. Aber wir haben auch einen Videoableger davon. Auf dem YouTube-Kanal Sprechplanet findet ihr hier und da auch aktuelle Video-Interviews. Gerne mal vorbeigucken. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Wir feiern das Sesamstraßenjahr dieses Jahr hier noch ein bisschen weiter. Da kommen noch ein paar Gäste aus diesem Gebiet, aber auch aus anderen Bereichen. Habe ich mir schon einiges überlegt. Also der Podcast ist nicht tot. Im Gegenteil, ich glaube, jetzt in der zweiten Jahreshälfte 2023 geht es erst wieder richtig los. Bis bald. Viele weitere Interviews auf sprechplanet.de.